Können die Scheune übrigens bauen, das machen wir auch gleich. Wo ist mit Manschetten? Oh, das kommt dann hier hin. Witzweste. Das ist alles sehr knapp, was ich hier tue. Warte, ich speichere vor. aber ich nehme den anderen Speicherstand, falls das jetzt hier noch explodiert. You never know. Seht ihr, was ich meine mit explodieren? Sieht nämlich hier auch so aus, als würde es hier explodieren. Gerne, tun wir hier nochmal drauf. Kann sein, dass das da alles rausfällt, aber ich bin nicht sicher. Wenn wir Glück haben, bleibt es drin. So, Hut mit hoher Krempe, Kappe, Kappenhaube, Gürteltasche. Weiß ich nicht, habe ich den eine an? So. Eine andere Gürteltasche oder was? Ah, okay. Nee, dann ist die besser. Dann kann die weg. Tunika. Kniehose. Oha. Gut, das war ein bisschen viel auf einmal. Guten Winterbotten, weißt du? Die Hose. Wenn was rausfällt, müssen wir es eben einsortieren, ist halt so. So, die Kappe, die tun wir mal unserem Jungen ans Bett. Hier. Hut mit hoher Krempe. Ihr wisst, wie Schuhschränke so sind. Die sind unaufgeräumt. Da kannst du nichts machen, ne? Was? Leinenhemd? Aha, okay. Muss ich gleich unten nochmal machen. Keine Panik, wir kriegen das hin. So. Schlauchmütze. So, das ist die von unserem Gatten, ja? Unser Gatte, der pennt hier. Seine Schlafmütze ist das. Noch eine Tasche. Hm. Dicke Schuhe, ja. Mir auch rein. So. Das sieht doch schon wunderbar aus. Ich speichere jetzt nochmal kurz. Und dann versuchen wir jetzt nochmal die ganzen Handtücher in Anführungsstrichen einzuräumen. Ich gebe mir Mühe. Oh Gott. Es ist immer eine gute Idee zu speichern, Leute. Immer.
Okay. Gut, es wackelt alles wie die Pest. Ich weiß nicht, was passiert. Ich speichere jetzt nochmal schnell. Schlimmer geworden ist es jetzt erstmal noch nicht. So. Das sieht doch schon viel wohnlicher aus. Ich würde aber auch gerne noch ein paar Vasen mit Blumen hinstellen und so. Achso, und Gewürzbeutel kommt noch in die Küche. Das habe ich vergessen. Manchmal muss man sich auch ein bisschen Zeit zum Dekorieren nehmen, wisst ihr? Und hier wollte ich ja auch noch die Olivenölflasche. Meinetwegen die hier. So. Diese Honigriegel, die kommen hier hin. Olivenöl, ja, das ist jetzt so ein Ding. Ich glaube, die machen wir einfach hier hin. Weil man braucht sie ja auch ständig beim Kochen, ne? Oh nein. Sind doch alle im Weg, ne? Okay, guck, so geht. Dann. Hatte ich noch was? Nee. Guck mal eben. Nee, hier ist nichts mehr sowas. Mehl? Mehl vielleicht. Komm. Ich weiß nicht, wie Tierfutter aussieht, aber wir können es auch mal angucken. Okay, scheinbar nicht so viel anders. Aber das sieht nicht gut aus. Naja, egal. Das nehmen wir nicht. Roggen. Weizenkorn vielleicht. So. Zwiebelsamen auch. Einfach damit es ein bisschen fancier aussieht hier. Das sind dann aber keine Zwiebelsamen, das sind Leinsamen und so, ne? Alles gesunde Kelloggs und so. Okay, das steht. Das speichern. Okay, ich schau noch mal schnell nach dem Tee. Sind sie ja draußen. Ach, die gehen aber jetzt rein, oder was? Schon. Ja, dann macht das jetzt keinen Sinn, dann mache ich das morgen. So, warte, ich wollte noch was tun. Wegen der Verwaltung nochmal. Bei der Dienstleistung. Hier ist noch nichts ausgewählt. Und dann hätte ich hier gerne nochmal Werkzeug und die Eisenschuhscheren. Gut.
Ich weiß, das sieht ein bisschen doof aus, wenn sowieso noch nicht. Also, wenn wir nicht so viel Auswahl haben. Was für Rohstoffe? Wenn wir nicht so viel Auswahl haben und ich ständig nur hier Scheren verkaufe, dann haben wir hier ja nur für Werkzeuge quasi immer wieder den gleichen Stand. Aber ist jetzt einfach so, tut mir leid. So, jetzt sind die wenigstens überhaupt irgendwie. Ist halt alles rote Stände. Wie wird das noch machen? Erstmal ist aber, glaube ich, okay. So, da es jetzt dunkel wird, können wir ja mal weiter dekorieren, aber anders. Sagen, gucken wir mal. Oh, Stöcker fehlen. Ah ja, gut. Ich wollte eh ins Materiallager mal schauen. Und hier Bierflaschen wollte ich mitnehmen, genau. Ah ja, nehmen wir Hopfen auch noch ein bisschen mit. Zum Dekorieren. Das können wir alles mitnehmen. Einsam, ja, mein Stream auch. Vollkirschen. Weißt du was? Die legen wir auch auf den Tisch. Ist egal. Bei uns kommt alles auf den Tisch. Die Leute können selber entscheiden, was sie essen und was nicht. Vielleicht nehmen wir auch noch mal so zwei Säckchen mit. Weg. Tatsächlich sehr wenig Stöcker, ne? Wie ist denn das beim Holzfällen? Ich muss mal bei der Gewinnung schauen. Dann bereicht das nicht. Na dann. So, dass ein bisschen was übrig bleibt. So, und dann einmal, wo ist das? Hier ist das, da. Töpferscheibe, nein. Hier. Vasen, das machen wir nämlich. Machen wir mal 8. Wir verteilen jetzt überall auch Blümchen. Voll Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. Ich muss gleich auf jeden Fall aufhören. Tut mir leid, Leutchen. Ich weiß nicht, was ich da mit dem Messer tue, ganz ehrlich. Okay, und so, ekomäßig, ist echt eine Fliege gelandet, ne?
Ich brauche neue Fliegengitter, ehrlich. Meine sind einfach kaputt gegangen. Das ist jetzt echt nervig. Achso, ja, habe ich jetzt eigentlich nach Wolle und so geschaut? Ich wollte da Wolle mitnehmen. Habe ich schon wieder nicht gemacht. Wieder weg. So. Ich vergesse das immer. Sobald ich hier dran bin. Ach ja, stimmt, das waren nicht die Wolle, das waren die Stöcker. Gut, egal, dann haben wir das jetzt. Dann würde ich sagen, können wir jetzt noch zwischendurch ein paar Blümchen droppen. Schöpfkelle. Life is a constant process of dying. Ein bisschen schief, ne? I can recommend you a good herbalist. Great power comes great responsibility. After a few beers, until I tell them how much they owe. Schick. Where would you like to be buried? Ich hätte gerne mehr auf dem Tisch. Muss ich alles kaputt machen? Finally, the winter is over. It's easy to talk with me. I just don't like conversations about the weather, crops, animals, children, politics, work. Oh, knapp. So. Okay, jetzt stehen auch noch ein paar Blümchen. Weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich finde das gut. Ich speichere das jetzt. So, wir schauen uns jetzt an, ob irgendwas drin umgefallen ist. Gut auf. Okay. Machen wir das hier auch eben nochmal. Ich hätte gerne Wegwarten. Löwenzahn. Okay, also die Gardine stört hier. So hinstellen, geht das? Ja, das geht. Okay. Alles klar, dann haben wir das geschafft. Und ich würde sagen, das reicht dann jetzt auch erstmal. Nächstes Mal machen wir weiter. Ich werde jetzt immer mal wieder ein bisschen dekorieren, weil ich finde, dass wir jetzt schon so weit gekommen sind mit dem ganzen Kabuff hier, dass das jetzt wert ist, das auch zu dekorieren zwischendurch. Ich meine, das ist echt eine schöne Sache. Ach so, eine Sache wollte ich noch machen, bevor ich das jetzt hier ausmache. Die Scheune. Die machen wir auf jeden Fall noch eben. Weil dann hat sie auch einen fixen Platz. Und dann können wir weiter in die Richtung bauen. Bedeutet also, wir reißen jetzt auch die erstmal ab.
Dünger. Gut. So, und jetzt können wir gucken. Gebäude, da. Okay. Landwirtschaft, Scheune 3. So, ich finde, so kann sie bleiben. Ich habe keine Steine mehr, Leute. Ha! Willst du mich flachsen? Ich muss mal Steine sammeln. Wie weit geht denn der Fels, lol? Bin ich noch irgendwo Felsen oder Steine? Hier, eins. Felsen, ne? Okay, gut. Dann sollte das reichen. Okay, die ist fertig. Und die auch direkt verputzen. Okay. Das gefällt mir auf jeden Fall um einiges besser. Wir müssen aber die Arbeitskräfte noch neu zuweisen. So, das war's. Okay, jetzt haben wir wieder zwei Arbeitsplätze mehr. So, und ich muss da die Produktion nochmal neu einstellen. Wo fehlt? Aber das ist gut, das ist ja eh limitiert. Und Dünger. Das ist dumm. Hier machen wir mal 1%, damit es überhaupt wegkommt, falls es da ist. Ich glaube zu viel, Moment. Okay. Hier war Stroh.
51, ja, okay. So. Hoffentlich ist das jetzt besser balanced. Ich kann es nicht genau sagen. Gönnen wir uns noch irgendwas zu essen auf die Schnelle und dann würde ich die Folge beenden. Ach nee, ich kann noch nicht. Ich muss noch eine Sache machen. Ach Leute. Es ist wild. Essen. Irgendwas, was ich nicht als Deko benutzen will, meine ich. Ich weiß, ich habe Essen. Hier gebratenes Fleisch, das kann ich nehmen. So, Gönnung, direkt Vergiftung. Gibt es hier was Besseres? Getrocknetes Fisch. Das hier. So, trotzdem Vergiftung, weil ich dreckig bin. Ich wollte noch schnell den Käse machen. Pilzen können wir auch machen, aber machen wir nicht. Das ist ordentlich, oder? Fleisch mit Soße geht auch noch, aber ich brauche die Zwiebeln. Aber das machen die ja alles schon. Das habe ich eigentlich alles eingestellt. Ja, gut. Bringen wir das noch da rein. Und dann ist aber wirklich gut. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, euch gefällt jetzt das Dörfchen, das Städtchen ein bisschen besser. Ich werde schauen, dass ich so viel wie möglich dekoriere. Ich habe jetzt natürlich nicht Bock, bei Hund und Kunst hier bei allen Nachbarn zu dekorieren, nur dann vielleicht die Fenster oder so, dass man das so ein bisschen sieht. Aber ja, also ansonsten nur da, wo wir sowieso ständig langlaufen, damit es ein bisschen hübscher ist. Ja, ich habe mich gefreut. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder sonstiges, einfach in die Kommentare damit. Wenn euch die Videos gefallen, dann würde mir das sehr helfen, wenn ihr zwischendurch einen Daumen nach oben da lasst und mich das wissen lasst, dann weiß ich das. Und ja, ansonsten macht's gut, bis bald.